Hallo, meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Das Jahr startet schon mal richtig gut. Auf jeden Fall. Wir sind voller Energie. Ihr habt fast das Gefühl, wir haben das Spiel hier schon mal gespielt. Also. Wir haben es schon mal gespielt. Ich bin so begeistert, dass wir endlich einer meiner Partyspiel-liebsten Spiele endlich euch mal hier vorführen können, weil ich habe es schon länger, natürlich schon länger draußen, Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, aber... Ihr habt auch abgelesen, habt ihr es gesehen? Wir haben das Spiel schon lange, wir haben es einfach nicht gehabt und jetzt haben wir es bekommen zusammen mit dem neuen Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza voll verdreht und das spielen wir jetzt. Ja, und es ist keine klassische Erweiterung, also man kann die sicherlich auch zusammenwerfen, da gibt es erstmal gar keinen Hinweis, so in der Riga, es könntet ihr durchaus machen, aber es bringt nämlich ein paar neue Elemente, ja, es geht ja hier darum, Karten abzulegen und schnell zu reagieren und zu klatschen und dabei hier dieses gefühlte Mantra Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza runterzubeten und es gibt da neue Tierkarten. Na, was haben wir? Wir haben den Panda. Ja, wir können euch vielleicht mal kurz zeigen, was es da so gibt. Ich gucke mal hier so rein. In den Sachen, die wir... Also erstmal natürlich ganz grundsätzlich, wer das Spiel gar nicht kennt, ne, wir legen hier jetzt alle von unserem Kartenstapel immer auf einen Ablagestapel. Dabei wird immer dieses Mantra erzählt, Taco, Katze ja, und so weiter. Und wenn es eine Übereinstimmung gibt, zum Beispiel wenn Pizza gesagt wird, während eine Pizza gelegt wird, dann muss man halt am schnellsten hauen. Wer am langsamsten ist, kriegt den Stapel. Was einen natürlich vom Sieg wieder entfernt. Und jetzt ist natürlich erstmal das Witzige, dass wir jetzt plötzlich Rückseitenkarten haben. Hier sieht man den Taco. Das ist nämlich das voll verdrehte. Ja, der Taco hat nämlich kein Gesicht. Genau. Ja, man sieht ja hier, da ist der hier Taco. Hier kann man es mal sehen. Ja, ne? Das ist der eigentliche Original-Taco. Und der Taco-Text ist ja auch. Der ist auch verdreht. Also man sieht einfach die Karte von der Rückseite. Wenn das passiert und Taco gesagt wird, muss man auf der Rückseite. Ja, und wir haben ja, wie gesagt, wir haben gerade schon eine Probepartie gespielt. Ja? Wir waren so aufgeregt, dass wir vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken. Und das hat sich schon als sehr knifflig erwiesen. Mhm. Naja, und dann gibt es eben noch neue Spezialtiere. Ja, du hast da zum Beispiel gerade den Seelöwen. Wir haben einmal den Seelöwen, ja, sehr nett. Da muss man so machen. Und hauen. Ja. Und dann gibt es auch wieder eine Rückseite. Ja. Da ist der Rückseiten-Panda. Genau, Beispiel. Der Panda, da muss man dann schön... Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Und es wir haben den Elch. Den Elch, jetzt mal gucken, ob ich einen Elch finde hier. Auf die Schnelle, jawohl, hier haben wir einen hübschen Elch. Den muss man da, hier so Geweih machen. Geweih und dann hauen. Ja. Ja. Das war's. Tendenziell, genau. Tendenziell war's das. Wir haben jetzt hier jeder 12 Karten. Ne? Wenn ihr bis zu 5 Spielende das Ganze spielt, werden die Karten so aufgeteilt. Das kann man bis zu 8 spielen. Dann gibt es halt einfach eine Aufteilung, so wie die Karten sind. Wie gesagt, wenn ihr vielleicht beide habt, dann könntet ihr es sogar mit mehreren spielen. Müsst natürlich auch gucken, habt ihr überhaupt so viel Platz? Kommt der ran an den Ablagestapel? Ja, lange Worte. Ich würde einfach mal anfangen. Ja, ich fange mal an mit Taco. Katze. Du musst das Wort auch schon sagen. Und ich habe Katze gesagt. Ja, aber da war ja die Karte schon umgedreht. Ja. Ziege. Käse. Pizza. Taco. Katze. Ziege. Das ist der Panda. Ja. Aber der ist reich gemütlich. Aber du kannst ja nicht gemütlich deinen Bauch reiben, mein Freund. Wir sind ja nicht auf der Canapé-Party. Oh mein Gott, ja. Du darfst also, jetzt rauskommen. Okay. Taco. Oh mein Gott, erstmal was. Man fühlt sich erstmal wie so ein kleiner. Das Gemeinste ist, dass immer dieses Ding in der Hand. Ich hab einfach so, mach doch mit den Karten in der Hand Karten vielleicht. Ja, okay. Ich hab dabei gerade auch meine Knie. Also, diese. Irgendwie ist schon geil mit dieser Rückseite, aber mit der Rückhand schlagen auf den Tisch, das ist wiederum eigentlich nicht ganz so cool. Aber ja, gucken wir mal. Also. Taco. Oh, ja. Den hab ich gesammelt. Es war nämlich ein verkehrter Taco. Du darfst. Taco. Katze. Ziege, Käse, Pizza. Und das Gemeine im Spiel ist, finde ich, mit jeder Karte steigt dein Puls ungefähr um 10. Ja, genau. Ja? Der Stapel wird immer größer. Taco. Katze, Ziege. Alter, der verdrehte Käse. Ist das der verdrehte? Nein, das ist nicht. Das ist ein normaler Käse. Ach, das ist noch aber mehr. Einfach, ja, guck mal, das ist, entweder, das ist die falsche Farbe, ey. Also jetzt Käse. Pizza. Taco. Alles gut. Den darfst du nehmen. Das ist eh auf Kamera hier. Er hat mal kurz den Restkartenstapel hier mal über den Tisch verteilt. Ist okay. Schon ganz schön dick deine Hand, wa? Taco. Katze. Ah, jetzt hör doch mal auf. Jetzt ist er on fire. Jetzt hör doch mal auf hier. Der hat sich schon eingespielt hier. Ist unglaublich. Ja? Ist ein bisschen. Taco.
Katze? Ja, wollen Sie die Ziege? Also man muss mal ganz, ich bin ja ein ehrlicher Spieler. Das hier ist bei so einem Spiel schon falsch. Eigentlich schon. Ich habe mich nur gefragt, wen du da eigentlich umboxen wolltest. Und jetzt ist es so, also er hat nur eine Karte, aber was wir sogar jetzt erst rausgekriegt haben, das war mir, obwohl ich schon viel Taco Katze Käse Hitzer gespielt habe, sogar gar nicht klar. Man nannte ihn sogar Veteran. Ja, genau. Gar nicht klar, aber es ist eine wichtige Regel. Wenn man seine letzte Karte los hat beim Spiel, hat man noch nicht gewonnen. Man muss noch einen Klatscher gewinnen. Genau, man muss den nächsten Klatscher gewinnen. Und es kann sein, dass du einfach, also in der Zweierrunde ist es ein bisschen blöd, aber... Kann das natürlich zur Endlosschleife führen. Dass du sogar noch mehrere Runden weiterspielen musst. Ja, und erst wenn du dann einen Klatscher kommt und den musst du halt gewinnen, weil sonst kriegst du ja auch die Karten. Ja, 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 beziehungsweise, nee, es kann ja sein, in einer größeren Runde ist, dass du zwar nicht die Karten kriegst, weil du nicht der Letzte bist, aber eben auch nicht gewinnst. Und dann musst du halt weiterspielen, bis du mal einen Klatscher gewinnst. Also, ja, das ist schon die verschärfte Regel. So, und jetzt muss ich aufpassen. Taco. Katze. Ziege. Dann sage ich jetzt quasi... Nee, Käse. Aber, ja, ist das... Muss ich... Das so, ja, das ist bescheuert. Du musst Käse sagen. Käse sagen. Und wenn es die letzte Karte ist, dann ist das... da war ich jetzt gedanklich, das ist jetzt keine neue Karte gewesen oder so, aber wollen wir das mal so, na gut, Taco, Katze, Alter, was ist denn los jetzt hier, Taco, was, ja tatsächlich, das ist so ein Taco, ja, Taco, jetzt, hallo, Mann ey, also, Taco, Katze, ja, was ist, ja, wollen wir einfach weitermachen? Ja, wir machen wir einfach unentschieden. Also, dann gehe ich mal, du hast die Katze gelegt. Ja, ich glaube. Dann mache ich mal Ziege. Ach, jetzt komm, das war doch eine Veräppelung hier. Ach ja, aber ihr seht schon, es funktioniert auf jeden Fall mindestens genauso gut wie das Original-Taco. Katze. Oh Mann, jetzt hat mich diese Ziege verwirrt. Taco. Yes, der Panda, den hast du wieder hin. Ja, den kriegst du wieder. Sehr gut. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Taco? Nein, ich bin nicht bereit. Habe ich da irgendwas anderes gesagt? Taco? Zack. Also, das ist ja echt, das ist einfach. Komm da nicht klar damit, das wegzulegen. Taco? Katze? Ich jetzt war meine letzte. Aber ich muss ja noch einen klatschen. Nee, das war der Klatscher. Das war stimmt der schon. Ja, das, ja. Das ist also. Alex hat hier tatsächlich, meine Theorie ist ja ganz klar, dass mir meine glorreiche Erfahrung mit dem Originalspiel im Weg steht, ja, weil ich sozusagen immer an Murmeltiere, Gorillas und Narwals denke, ja, aber das ist natürlich, das muss man im Bereich der Legenden abschieben. Nein, es ist wirklich ein witziges Partyspiel, auch wenn natürlich zu zweit, wobei wir auch zu zweit wirklich Spaß haben, muss man sagen. Auf jeden Fall. Es ist natürlich dafür nicht gedacht eigentlich, wie gesagt, 2 bis 8. Ein bisschen muss man aufpassen, finde ich, aus der Erfahrung sprechend, dass mit welchen Leuten man das spielt. Also ich würde es nicht mit Strongman und irgendwie Schwergewichtsweltmeister spielen, weil die sich halt so Backpfeifen geben, wenn du das mit solchen Leuten spielst, die brechen dir dann auch die. Ich muss sagen, ich bin auch eigentlich prädestiniert, sowas bei Schnapp den Sack oder so. Ich kenne bei diesen Spielen auch immer nur Full Force. Ne? Also das kann man auch nicht mit halber Energie spielen. Also seid da vorsichtig. Auch wenn ihr da Getränke auf einer Party habt, dass ihr nicht den ganzen Tisch umreißt und auch nicht die Getränke. Vielleicht lohnt sich das da sogar auch mal Karten zu sleeven, auch wenn man es vielleicht Outdoor spielt. Die Kartenqualität ist okay, jetzt nicht die beste, aber falls es da Wein, Wasser verschüttet werden kann, wäre das vielleicht eine gute Sache. Ja, ansonsten, ja, entscheidet euch vielleicht die eine oder andere Version. Ich würde schon auch sagen, diese voll verdreht Sache, durch diese nochmal diesen Gehirntwist, dass man da rückwärts raufhauen muss, das hat schon einen guten Mehrwert. Also ich würde tendenziell auch eher für diese Variante. Ja, ich würde sagen, man kann sich da gut steigern. Ne? Man kann auch beide Varianten gut haben und man sozusagen am Anfang, wenn die Leute es noch nicht kennen, fängt man erstmal an und dann sagt man so, und jetzt geht's jetzt los. Jetzt geht's richtig los. Und dann werden die Fuffis auf den Tisch gelegt. Genau. Also, wie gesagt, ein echt cooles Partyspiel. Ich kann es nur empfehlen. Viele lustige Partien schon gespielt. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß hier bei unserer Partie. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Video. Deshalb bleibt dran, abonnieren und bis dann. Ciao. Tschüss.